Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fishing Planet. Neues Ründchen am Start. Wir sehen uns hier in New York am Emerald Lake in bestem Raubfischwetter. Ja, sehr schlechtes Menschenwetter, sehr gutes Fischwetter. Ihr seht, der Fish Jail XS ist voll. Ich habe es angekündigt, dass wir hier uns ein bisschen leveln und ein bisschen den Geldbeutel voll machen gehen. Das habe ich auch schon mal getan in einer Folge. Ich habe wirklich einiges ausprobiert hier, habe es nicht aufgenommen, aber bin jetzt hier eigentlich schon recht kundig im Gewässer. Das werden wir uns auch mal direkt hier anschauen. Options nehmen wir mal, Inventar, und dann gehen wir mal auf den Setzcacher. Hier sehen, was wir gefangen haben. Erstmal ganz wichtig, 26 Fische, die 2.343 Dollar geben. Also sehr lecker, bei Tageskosten von 500 Dollar schmeckt das schon gut. Ja, wir haben hier verschiedenste Fische gefangen. Ich habe wirklich mal alles durchprobiert, um zu gucken, okay, da kann man die fangen, da kann man die fangen. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Wir werden hier noch einen Tag verbringen. Ihr seht jetzt Rotflossenhechte, ein paar Barsche habe ich einfach mitgenommen. Also hier wäre sicherlich auch noch ein bisschen Gewinnoptimierung drin, wenn man diese Barsche rauslassen würde. Auch mit verschiedenen Ködern sind wir das angegangen, ein paar Grashechte. Und wir haben doch ein paar schöne Fische gefangen. Hier beispielsweise irgendwo, genau, ein Rotflossenhecht in Trophäengröße zum Beispiel oder einen Flussbarsch in Trophäengröße, noch einen davon. Ein paar Zander, wie wir hier sehen, haben wir auch an die Leine gekriegt. Da haben wir auch einen kleinen Hotspot oder habe ich einen kleinen Hotspot entdeckt. Ja, also alles in allem doch sehr, sehr schöne Fische. Vorhin hier noch irgendwo, glaube ich, ein Kettenhecht habe ich auch in Trophäengröße gefangen, wenn ich mich nicht irre. Genau, das war hier der letzte Fisch gerade. Und ja, das ist eigentlich relativ lecker. Und ja, von daher machen wir das hier mal noch ein Ründchen. Ja, so sieht's aus. Das halte ich für eine gute Idee. Von daher machen wir jetzt mal, überspringen wir diesen Tag. Wir haben 13, ne, halb eins und haben schon ordentlich Fisch gefangen. An so Regenwettertagen, da beißen die eigentlich immer. Wir spulen vor. Gucken mal, wie am nächsten Tag ist. Ja, wir verlängern das Ganze. Und kriegen jetzt unser Geld, sind auch im Level aufgestiegen, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Und wir sehen, wir haben einen weiteren Regentag und da sehen wir halt, da sind die Beißzeiten relativ konstant. Also wir haben jetzt natürlich um 5 Uhr ein kleines Tief und gegen 21 Uhr ein kleines Tief, aber ansonsten wirklich konstant gute Beißzeiten. Und ja, wir gehen einfach mal durch hier, wo man jetzt was fangen kann. Also ich habe hier an dieser Stelle, hier, da sind wir ja, das wissen wir ja sowieso schon, dass man hier zum Beispiel amerikanische Hechte oder auch amerikanische Flussbarsche oder auch, ja, eigentlich, das ist so eine Allround-Hechtstelle hier, bis auf Kettenhechte, obwohl habe ich auch schon gefangen, aber halt nicht so viele, haben wir hier eigentlich eine sehr gute Beißquote von allem. Dauert auch meistens nicht allzu lange. Das geht wirklich recht schnell. Da bin ich auch froh drüber. Und ja, da kann man halt, wie gesagt, die ganzen Hechte fangen. Mal gucken, ob das jetzt auch mal direkt funktioniert, so wie ich mir das hier vorstelle. Und uns da jetzt auch direkt einer ans Band geht. Das wäre natürlich wunderbar, wenn das mal gleich hier direkt funktionieren könnte. Aber wie gesagt, hier das Gewässer, das haben wir mittlerweile eigentlich, ja, da sind wir durchgestiegen, wie das funktioniert. Und wir holen uns jetzt hier mal noch ein bisschen Motivation für die anstehende Forellenaufgabe in Oregon. Das ist nämlich unser nächster Punkt, wenn wir hier mit diesem Tag fertig sind. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, also hier wird wirklich sehr gut gefangen, wie gesagt, perfektes Raubfischwetter, schön bei Regen, da kann man den ganzen Tag durch, da braucht man hier gar keine Zeit überspringen oder so, das geht alles von automatisch, da fängt man seine Fische. Jetzt hat man hier natürlich wieder, das ist typisch, dass man jetzt hier wieder, wenn ich was zeigen will, dass das, oh, da wollte gerade einer anbeißen, na dann lassen wir ihn doch mal noch ein paar Sekündchen stehen da. Gucken, ob der vielleicht wiederkommt oder ob der noch interessiert ist. Wir sehen 65% Schnur nur noch. Sobald das auf 60% runter ist, wechseln wir die Schnur auch. Da möchte ich keinen Abriss riskieren, wegen
ein paar Euro für die Schnur. Also ich kann wirklich allen Leuten empfehlen, die dieses Spiel anfangen, hier kann man wirklich Geld verdienen. Also diese Hechte bringen echt enorm viel Geld, die Zander auch. Ich habe jetzt mehr oder weniger auch rausgefunden, wo man gut Zander fangen kann. Bei den Zandern ist halt das Problem, dass ich da immer eine ganze Menge Beifang habe irgendwie. Also an den Zanderstellen sind auch prinzipiell irgendwie immer relativ viele Barsche, was die Sache natürlich ein bisschen komplizierter macht. Hör mal zu, White Django, ich sehe meine Pose nicht. Findest du das okay, was du da machst? Ich bin mir da nicht so sicher. Na komm, also jetzt kann aber auch mal langsam hier einer beißen. Ich glaube, das gibt nichts. Dann werfen wir mal an den nächsten Punkt, den ich mir so ausgewählt habe. Also ich habe jetzt hier so 3, 4, 5 Hotspots, wo man, glaube ich, auch wirklich nachgehen kann, dass da die Fische stehen. Hier ist auch ja ein Hechtgebiet, meistens Rotflossen oder junge amerikanische Hechte. Einen großen amerikanischen habe ich hier leider noch nicht gefangen. Die fängt man eher ein bisschen vom Gestrüpp weg, habe ich so das Gefühl. Also da muss man schon ein bisschen weiter geradeaus werfen, so White Django mäßig einfach geradeaus, so auf 30 Meter, 35 Meter. Da hat man dann eine ganz gute Chance auf einen erwachsenen amerikanischen Hecht. Das werden wir natürlich später auch noch ausprobieren und gucken, ob das funktioniert. Jetzt ist der hier vor unserer Nase weg, was mich jetzt nicht unbedingt stört, wenn ich ehrlich bin. Aber White Django geht jetzt vor unsere Nase. Also Mann, 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 was macht ihr denn hier mit mir? Ja, das ist jetzt natürlich wieder der ganz klassische Vorführeffekt hier. Also ich glaube, so lange, das ist jetzt so eine lange Beißflaute hatte ich, als ich den Kescher da vollgehauen habe, nicht. Aber wir lassen uns mal jetzt die Zeit. Wir sind ja nicht in Eile. Da sehen wir, White Django hat zum Beispiel jetzt gerade einen jungen amerikanischen Hecht gefangen. Hier gibt es an der Stelle auch Rotflossenhechte, wo ich jetzt gleich, oder wo ich da gerade mit meinem Köder liege. Von daher ist das schon immer eine kleine Wundertüte, wenn man da hinwirft, was man letzten Endes an den Haken bekommt. Aber bis dato habe ich da wirklich nur Hechte gefangen. Ganz, ganz ab und zu mal einen Flussbarsch, aber sehr selten. Und ja, von daher lohnt sich das natürlich auch. Jetzt momentan wollen sie aber nicht. Aber wie gesagt, da machen wir uns keine Gedanken. Das wird mit der Zeit schon kommen. Da bin ich eigentlich recht guter Dinge. Wir geben dem Ganzen hier mal noch ein klein bisschen Zeit. Ansonsten ändern wir nochmal die Stelle. Das ist ja eben hier auch schön, dass man hier wirklich recht viele Stellen auch zur Verfügung hat, wo man fischen kann. Und ja, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz feine Angelegenheit. So, da will nichts mehr, aber das macht nichts, denn wenn wir den Köder hier hinziehen, hier habe ich auch gute Erfahrungen gemacht im letzten Durchlauf. Und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, das hier ist wirklich eine richtige Wunderstelle. Also an diesem Spot, wo ich jetzt liege, habe ich gerade wirklich alles gefangen. Da habe ich den Kettenhecht in Trophäengröße gefangen. Da habe ich zwei Zander gefangen. Da habe ich auch einige Barsche gefangen. Einen jungen amerikanischen Hecht habe ich, glaube ich, sogar auch da gefangen. Also das ist wirklich so eine Stelle, hier weiß sie gar nicht, was kommt. So links von diesem Geäst, was darunter hängt. Ach ja, die Grashechte gibt es auch noch. Die habe ich da auch gefangen. Also das ist wirklich eine absolute Stelle, wenn man sich gerne überraschen lässt, was da am anderen Ende hängt. Also das kann man echt hier überhaupt nicht wissen. Jetzt ist aber wirklich, also Leute, warum macht ihr das denn? Wenn ich jetzt hier gerade aufnehme, dass ihr jetzt nicht mehr beißt, das ist aber nicht in Ordnung. Aber jetzt scheint da ein bisschen Bewegung ins Spiel reinzukommen. Das sieht mir jetzt so aus, als ob hier ein Fisch interessiert wäre. Und dann könnte natürlich jetzt gleich auch der Anbiss kommen. Fände ich jetzt nicht besonders schlimm, wenn das so kommen würde. Aber vielleicht hat er sich wieder anders überlegt. Also ja gut, wir haben auch noch früh. Also alles gut. Das kommt mit der Zeit. Da mache ich mir hier an dem Gewässer wirklich die wenigsten Sorgen. Da habe ich vor Oregon schon deutlich mehr Angst, denn die Forellen waren uns ja bis dato nie sonderlich gut gesinnt. Also die hatten auf unsere Köder bis dato nicht so viel Lust. Wir sind jetzt aber auch deutlich besser ausgestattet, das muss man auch mal sagen. Sind natürlich deutlich höher im Level, haben eine bessere Matchroute, mit der wir deutlich weiter werfen können.
Und da ist der erste Fisch und wir schauen mal, das wird ein Barsch sein, denke ich mal. Oder ein kleiner Hecht. Okay, da ist ein kleiner, also ein junger amerikanischer Hecht, den wir da überlistet haben. Das ist vollkommen okay. Wir werden das hier jetzt mal ein paar Mal versuchen an dieser Stelle, weil wie gesagt, hier habe ich echt ganz gute Erfolge erzielen können. Und hier ist auch, wie gesagt, mal ein Zander drin. Und das finde ich bis dato eigentlich das Schwierigste, hier an der Stelle Zander gezielt zu beangeln. Ich habe ein paar Zander gefangen an einer anderen Stelle, die ich euch gleich zeigen werde. Dann habe ich, wie gesagt, hier ein, zwei Zander gefangen. Und dann habe ich, wenn man hier jetzt geradeaus, wenn man sich jetzt nach links dreht, quasi von hier aus einmal nach links drehen und dann einfach geradeaus rauswerfen. So, die Bisse kamen immer so zwischen 35 und 30 Metern, da hat man dann mal einen Zander gehabt, aber auch nicht in so einer hohen Frequenz, wie es eben mit den Hechten ist. Ich habe eine sehr gute Stelle gefunden für Kettenhechte, die werde ich euch auch noch zeigen. Ja, und das hat halt natürlich alles ziemlich lange gedauert, das rauszufinden. Hier haben wir den nächsten Fisch, schauen wir mal, was das ist. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein junger amerikanischer Hecht, okay. Jetzt haben wir hier also. Scheinbar stehen sie jetzt hier, die jungen amerikanischen Hechte. Aber das war vorhin, wie gesagt, auch so. Da hat man mal zwei, drei junge amerikanische gefangen. Und dann kamen vielleicht mal zwei Barsche und dann kam Zander. Also hier ist wirklich so eine kleine, so eine kleine Wundertütenstelle. Da muss man mal gucken. Vielleicht mal ein bisschen weiter vorwerfen, auch hier. Habe ich meine Fische gefangen. Ich habe sogar einen Fisch direkt neben der Brücke gefangen. Das werde ich gleich auch nochmal ausprobieren. Ob das Zufall war oder ob das auch funktioniert. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, ein kleiner Grashecht ist es gewesen. Aber die scheinen doch ganz, ja, ganz gut zu beißen. Und jetzt langsam werden sie auch wach. Schauen wir mal, wir haben noch 57 Elritzen. Also das, sollte auch funktionieren. Damit sollten wir unseren Kescher wohl noch einmal voll kriegen. Natürlich können wir hier nachher auch nochmal die Spinroute durchwerfen, aber da scheint mir das Ganze mit der Spinroute ein bisschen willkürlicher. Also da habe ich jetzt nicht so den Platz, wo ich sage, okay, wenn ich die jetzt da lang ziehe, da kriege ich den oder den Fisch, sondern da scheint mir das Ganze ein bisschen willkürlicher zu sein. Kann aber auch natürlich Einbildung sein oder ja, einfach vielleicht, dass ich da noch nicht so die großen Erfahrungen mitgesammelt habe hier in dem Spiel. Gut, warten wir mal ab, ob jetzt hier was kommt. Das scheint hier momentan nicht der Fall zu sein. Das läuft mir ehrlich gesagt für dieses Gewässer hier schon ein bisschen zu schleppend. Deswegen werden wir jetzt mal hier rüber gehen und ich habe wirklich hier eine sehr gute Stelle für Kettenhechte gefunden. Also da habe ich echt eine unfassbar hohe Beißfrequenz gehabt und zwar hier hinter. Das war eigentlich ein Versehen. Ich wollte eigentlich hier hinwerfen und bin dann aus Versehen mal hier so rüber gekommen. Und da habe ich im letzten Durchgang wirklich einen Kettenhecht nach dem anderen rausgezogen. Also unfassbar in was für einem Tempo. Das ging wirklich Schlag auf Schlag, zack, 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 Kettenhecht, Kettenhecht, Kettenhecht und alles waren Kettenhechte. Und das hat mir natürlich jetzt sehr gut gefallen, weil Kettenhechte auch schönes Geld geben. Und deswegen probieren wir das Ganze natürlich direkt nochmal, ob das Zufall war oder ob sich das hier jetzt in einem zweiten Anlauf bestätigen wird, dass das hier eine schöne Stelle ist. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Biss und gucken mal, ja, wir sehen schon, der geht also in die Bremse. Also ein kleiner Fisch ist das auf jeden Fall nicht, das ist kein Barsch. Könnte jetzt, na, pumpen wir mal ein bisschen da aus diesem Gestrüpp raus. Ein Barsch ist es, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich tendiere hier tatsächlich wieder zu einem Kettenhecht. Und dann wäre das ja eine ganz gute Bestätigung meiner These. Schauen wir uns das Ganze an. Und es ist wieder ein Kettenhecht, kein besonders großer. Aber das scheint da wirklich echt eine sehr, sehr gute Stelle für zu sein. Also merkt euch das, Leute. Das hier ist eine super Stelle für Kettenhechte. Wir werden dieser These natürlich noch mal ein bisschen folgen, ob das auch jetzt nicht nur ein Zufallstreffer war, sondern ob sich das hier weiter fortführen lässt, das Ganze. Aber wenn, dann muss man die Stelle hier natürlich ausnutzen, weil klare Sache.
Darauf können wir natürlich nicht verzichten. Wenn man hier jetzt direkt einige Kettenhechte fangen kann, dann hat man gutes Geld verdient und hat seinen Kescher auch schon relativ schnell, relativ voll. Und das ist natürlich eine super Sache. Das brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Ja, warten wir mal ab. Das ist jetzt sogar schon deutlich schlechter, als es am gestrigen Tag, also gestrigen Ingame-Tag war. Das liegt vielleicht eine halbe Stunde zurück. Aber da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also da habe ich da den, der Köder, der war gefühlt kaum im Wasser. Da hat schon der nächste Kettenhecht gebissen. Das ist jetzt etwas schleppender, aber wie gesagt, wir haben auch noch früh. Und deswegen muss man das einfach mal hin und wieder ausprobieren, gucken, wie die Fische reagieren. Ich denke schon, dass der, oder da bin ich mir eigentlich todsicher, dass das Spiel ja auch eine gewisse Toleranz, sag ich mal, eingebaut hat. Also es ist wohl nicht so, dass man immer gleich viel an irgendwelchen Stellen fängt. Das wäre auch scheiße. Und das ist auch definitiv nicht so. Selbst bei gleichen Bedingungen nicht. Und ja, von daher würde ich behaupten, ist das schon gut. Spricht auf jeden Fall für das Spiel. Da haben wir, aber da habe ich zu spät scheinbar angehauen. Scheiße. Da war der nächste. Ja, jetzt habe ich hier auch noch einen Hänger. Da war wohl der nächste Kettenhecht. Ja, das ist immer ein bisschen Kacke. Also wenn da kein Fisch beißt und man die Pose wieder reinholen muss, dann verhakt sich das Ganze da oft. Habe ich jetzt Gott sei Dank beim Drill irgendwie noch nie gesehen, dass sich das da verhakt. Und deswegen, ja, bis dato keine Einwände. Wir werfen mal nochmal an die Stelle und gucken, ob wir da vielleicht noch einen Kettenhecht zum Anbiss bewegt kriegen. Das wäre natürlich schön. So, die Pose ist, glaube ich, da hinten wieder in Bewegung. Beim Regen sieht man das natürlich alles ein bisschen schlechter. Da kann man wohl eine Kappe für kaufen oder irgendwie, ja, ich glaube, eine Käppi war es oder eine Mütze. Das soll wohl bessere Sicht beim Regen bringen. Wäre auf jeden Fall mal eine Investition wert, wenn man hier auf Raubfische angeln will. Gerade auf Hecht und Zander, denn dieser Regen, das ist schon ein bisschen unangenehm von der Sicht her. Und da ist der nächste Fisch und tut auch ein bisschen in den Augen weh, wenn ich ehrlich bin. Und ja, jetzt haben wir den nächsten Drill hier. Der lässt sich allerdings, na, geht ein kleines bisschen in die Bremse, aber ja, doch, der geht in die Bremse. Also, das ist wieder ein Kettenhecht. Da bin ich fast von überzeugt. Rotflossen und Grashechte werden nicht so groß. Zander habe ich da an der Stelle noch keinen gefangen und es ist wieder ein Kettenhecht. Also ja, ich glaube, die These ist bestätigt. Wir werden natürlich mal weiter abwarten, wie und ob man hier noch mehr davon fangen kann. Solange die einigermaßen gut laufen, werden wir das natürlich mitnehmen. Die sind halt, ja, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her sind die halt gut. Da der White Django hat da auch einen rausgezogen gerade. Ja, das läuft halt irgendwie, ne? Weil man halt relativ viel Gewicht jetzt im Vergleich zum normalen erwachsenen amerikanischen Hecht natürlich nicht viel Gewicht, aber für das, was man sonst so fängt, ist das schon einiges an Gewicht, was der mitbringt. Das heißt, es geht relativ schnell, seinen Kescher zu füllen. Und ein weiterer Vorteil, die bringen natürlich viel Asche, ne? Also da muss man ganz klar sagen. Die bringen, ich habe glaube ich noch keinen Kettenhecht gefangen, der unter 100 Dollar gebracht hat. Und dafür, dass sie unter 1 Kilo wiegen, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, hochgerechnet ist der Rotflossenhecht der wertvollste Fisch. Wenn man das jetzt aufs Gewicht mal runterrechnet, dürfte das hinkommen. Da kriegt man so zwischen 50 und 60 Dollar für einen 300, 400 Gramm Fisch. Da, ist natürlich vom Kosten-Nutzen-Faktor her das Ganze nochmal ein bisschen besser. Aber dafür stehst du natürlich auch ewig da, um halt möglichst viele Fische zu fangen. Oh, jetzt haben wir hier einen kleinen Hänger bekommen. Das ist natürlich nicht so toll. Aber auf der anderen Seite, ja, lassen wir mal hier stehen. Mal gucken, ob hier auch noch was dran geht. Ob man hier die Kettenhechte auch noch fängt. Aber hier ist zum Beispiel schon wieder mehr Rotflossenhechtgebiet. Aber so ein richtiger, reiner Rotflossenhechtspot, den habe ich nicht gefunden, muss ich sagen.
Diese Stelle, die ist halt wirklich, also da habe ich bis dato nur Kettenhechte gefangen. Da habe ich noch keinen anderen Biss bekommen, außer Kettenhechte. Und das ist halt schon eigentlich selten. Also in der Regel verteilt sich das doch recht gut hier am See, zumindest, dass man da wirklich jetzt nicht nur eine Fischart an einer Stelle fängt. Wie gesagt, da vorne, wo wir gerade zuerst hingeschmissen haben, da ist eigentlich prinzipiell jeder Fisch möglich. Da habe ich jeden Fisch bereits gefangen, von Zander über Barsch, über Rotflossen, Gras und junger amerikanischer Hecht. Nur der große war halt noch nicht dabei, aber ja, das heißt ja auch nicht, dass es den da nicht gibt. Das heißt lediglich, dass wir den noch nicht bekommen haben. Gut, dann schauen wir doch mal, ob wir hier vielleicht noch einen Fisch zum Beißen ermutigen können. Einen würde ich gerne noch mitnehmen und dann würde ich es gerne nochmal auf Zander probieren. Denn auch da habe ich eigentlich zwei recht gute Punkte gefunden, wo man wenigstens, ja, eine, sag ich mal, also über 50% bin ich bis dahin nicht gekommen. Also so 50% Zanderquote war so das Höchste, was möglich war, was ich jetzt erwischt habe. Und meistens hat man dann halt, wenn es kein Zander ist, ein Flussbarsch, was natürlich ein bisschen nervig ist, weil wir haben gesehen, die Flussbarsche sind halt wirklich, die fallen hier total durchs Raster und da haben wir einen Fisch und das ist, glaube ich, ein guter Fisch. Der nimmt nämlich direkt mal ordentlich Schnur hier, hat direkt auch die Pose komplett unter Wasser gezogen. Den pumpen wir mal da hinten raus, aber der lässt sich nicht so einfach pumpen. Also das könnte auf jeden Fall schon ein etwas größerer Kettenhecht sein, so vom Gefühl jetzt her, würde ich sagen. Na, bloß nicht da ins Kraut schwimmen. So, hier können wir wieder ein bisschen agieren lassen. Ja, der will sich so ganz schnell, lässt er sich hier nicht ranpumpen, das sehen wir. Nimmt auch noch mal ein bisschen Schnur. Also Trophäengröße hat er, glaube ich, nicht. Da haben wir mit dem Kettenhecht habe ich länger gekämpft. Da, ja, obwohl könnte doch, 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 doch. Also könnte tatsächlich die Trophäengröße sein hier, muss ich sagen. Bin ich mir sogar jetzt schon fast sicher, denn die normalen, die kurbelt's ja eigentlich ran. Die leisten zwar auch ein bisschen Widerstand, gehen ein bisschen in die Bremse, aber so extrem dann eigentlich nicht. Versuchen wir ihn mal jetzt ranzupumpen, ob der müde genug ist, aber ja, da haben wir ihn kurz gesehen. Aber das scheint noch nicht der Fall zu sein. Also der nimmt auch noch einmal Schnur, geht noch mal weg. Da müssen wir jetzt mal gucken. 13 Meter, 14 Meter, nimmt erneut Schnur. Ja, geht wieder ein bisschen weg. Jetzt haben wir ihn auf 10 Meter ran. 9 Meter. Gucken wir mal, ob er sich seinem Schicksal jetzt ergibt oder ob der noch mal weg will. 5 Meter, wieder 6 Meter, 7 Meter. Ja, ganz zufrieden ist der Gute noch nicht und das ist ein schöner, das ist ein richtig schöner, das ist ein Kettenhecht in Trophäengröße mit 1,261 Kilogramm, 58,3 Zentimeter und 189 Dollar bringt der Gute. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Fisch, können wir uns hier angucken. Lecker, lecker. Den behalten wir natürlich, packen ihn rein. Und ja, also solche Fische sind definitiv auch möglich hier. Ah, ich wollte an die Zanderstelle. Na komm, ein Kettenhecht fangen wir noch. Das war doch jetzt ein Erfolgserlebnis. So einen nehmen wir doch gerne nochmal mit. Und danach probieren wir ein paar Zander ans Band zu kriegen. Ja, da habe ich natürlich auch gar nichts gegen, wenn man so jetzt die Kettenhechte fängt. Da sind die Zander tatsächlich noch ein bisschen wertvoller. Nicht bedeutend, aber etwas. Ich glaube, ein Zander in der Größe hätte so um die 200 gebracht, etwas über 200 und der halt 189. Also für die richtig Kleinkarierten, die wirklich absolut maximale Ausbeute haben wollen, für die müssen sich dann theoretisch mehr auf die Zander konzentrieren. Aber die sind halt meiner Meinung nach auch deutlich schwieriger zu fangen. So, der geht wieder ein bisschen in die Bremse, aber der lässt sich etwas besser reinkurbeln. Da glaube ich jetzt nicht an einen Trophäenfisch. Na, nee, der lässt sich rankurbeln. Das wird ein ziemlich großer, normaler Kettenhecht sein, schätze ich mal. Gucken wir.
Oh, ein Grashecht in Trophäengröße ist es. Okay, ja, wir sehen. Bringt auch 105 Dollar für 620 Gramm, 45 Zentimeter. Also auch ein schöner Fisch. Und das ist tatsächlich der erste Nicht-Kettenhecht, den ich da gefangen habe. Aber da scheint gerade ein ganz guter Trophäen-Spot zu sein. Also hier sind jetzt direkt zwei Fische uns hintereinander ins Netz gegangen, die Trophäenmaß hatten. Das freut mich natürlich. Okay, der Auswurf war ein bisschen zu nah am Kraut. Da müssen wir nochmal neu auswerfen. Und das freut mich natürlich auch, wenn ich mal in der Lage bin, euch ein paar schöne Fische zu zeigen. Das war ja bisher in diesem Projekt eher Mangelware, aber dieses Mal scheint es zu funktionieren. Und da bin ich ganz froh drum. Da kann ich in die Videobeschreibung jetzt mal auch was Tolles schreiben, wie lauter Trophäenfische oder so. Vielleicht ist das ein kleiner Clickbait oder so. Muss man mal gucken. Da muss man mal abwarten. Ja, jetzt versuchen wir natürlich erstmal hier vielleicht noch einen Fisch zu fangen. Und ja, wir sehen, die Beißfrequenz stimmt absolut, ne? Wir sind jetzt anderthalb Ingame-Stunden am Angeln, haben unseren Kescher schon ordentlich mit Fisch gefüllt und vor allen Dingen ordentlich mit Geld haben wir unser Portemonnaie gefüllt, was mir immer noch ein bisschen wichtiger ist als die Kilogrammanzeige. Da achte ich hier noch penibler auf den und da ist der nächste Biss. Also ja, die Zander, die müssen wohl noch ein bisschen warten. Also wenn es jetzt hier gerade so gut läuft, dann sehe ich da keine Veranlassung, den Spot zu wechseln und das ist zumindest wieder kein ganz kleiner. Und der nimmt auch wieder ein bisschen Schnur von der Rolle. Schauen wir mal, womit wir es jetzt hier zu tun kriegen. Ja, der ist zwar deutlich kleiner als der Kettenhecht gerade, aber wir sehen, der ist durchaus auch in der Lage, uns einen kleinen Kampf zu liefern. Und das ist ja ein recht großer Kettenhecht in Normalform. 51 cm, 859 Gramm. 129 Dollar und was hier eben auch stimmt, sind die XP, ne? Also wir kriegen hier 45 Erfahrungspunkte für so einen normalen Kettenhecht. Für den in Trophäengröße habe ich jetzt gerade leider gar nicht drauf geachtet, aber das wird sicherlich um einiges höher gewesen sein und auch die anderen Hechtarten, mit einziger Ausnahme, glaube ich, des Grashechtes, der bringt, glaube ich, jetzt in seiner Naturform, nenne ich es jetzt einfach mal, nicht ganz so viel Erfahrungspunkte, aber die anderen, die lohnen sich eigentlich in jeder Hinsicht. Zander im Übrigen auch, also da macht man auch keinen Fehler mit. Und das ist hier wirklich ein super Ort, gerade bei Regen, aber auch bei besserem Wetter hat man hier absolut die Chance, zu den Beißzeiten richtig schöne Fische zu fangen. Und das ist natürlich eine klasse Sache, gerade in den niedrigeren Leveln. Wozu ich jetzt, ja gut, wir sind jetzt in den mittleren Leveln angekommen auf Level 16, aber auch jetzt noch ist es eine gute Möglichkeit, sich hoch zu farmen, quasi einiges an Geld zu verdienen. Wir haben ja schon gesehen, der nächste Kescher, den wir uns kaufen werden, der wird halt ziemlich viel Geld kosten. Und dafür ist das hier ein guter Ort. Geld ist bei uns momentan nicht so dicke. Ich glaube, wir haben 12.000 Dollar im Moment, so um den Dreh. Aber wir werden natürlich für den neuen Kescher auch eine ganze Menge Geld ausgeben müssen. Und da ist schon wieder der nächste Fisch und das ist wieder ein normaler Fisch, glaube ich. Ja, das sieht man immer in den ersten Sekunden, wenn die wirklich schon auf den ersten Metern 3, 4 Meter Schnur nehmen, dann ist das meistens was richtig Dickes. Das hier wird ein normaler Kettenhecht sein. Gehe ich mal von aus, ja, sogar ein Rotflossenhecht. Also jetzt kommen sie auch da an die Stelle ein paar andere Fische. Ja, aber wir sind ja auch immer weiter nach rechts abgedriftet. Also ich glaube hier an dieser Stelle, da wo wirklich dieses dichte Kraut anfängt, links neben den Seerosenfeldern, hier, da glaube ich, fängt man tatsächlich nur Kettenhechte oder zumindest in einer überwältigenden Mehrheit nur Kettenhechte. Ja, und solange das so läuft, machen wir das natürlich weiter. Die Beißfrequenz wird irgendwann an so einem Spot auch abnehmen. Auch das ist relativ realitätsnah. Natürlich ist mir das schon klar, dass es so einen Spot wahrscheinlich nicht geben wird, wo man 6, 7, 8 Fische
direkt hintereinander rauszieht. Gerade Hechte sind eigentlich territoriale Räuber, also die lassen eigentlich nicht so gerne andere Leute bzw. andere Fische noch in ihr Territorium, außer zum Fressen natürlich, liebend gerne, aber sonst eher nicht so. Und deswegen, ja, ist das jetzt vielleicht nicht ganz realistisch, aber naja, das Spiel, das macht schon eigentlich fast alles perfekt. Von daher verzeihen wir diesem Spiel mal solche Mini-Fehler. Wobei man natürlich dabei sagen muss, dass es auch keinen Spaß machen würde, wenn man nur an einer Stelle Fische fangen würde. Und das zum Beispiel, ja, der hat jetzt 2, 3 Meter direkt am Anfang genommen, aber der belastet unsere Bremse auf jeden Fall auch. Da bin ich recht guter Dinge, dass das jetzt wieder ein richtig schöner Kettenhecht ist. Also zumindest, wenn er nicht in Trophäengröße ist, dann hat er aber zumindest, fehlt ihm nicht viel dazu. Ich glaube, da liegt, ja, ich gehe mal davon aus, dass die 1-Kilo-Grenze bei den Kettenhechten die Trophäengröße ausgibt, aber das kann doch schon auch ein Trophäenfisch sein hier. Der geht auf jeden Fall sehr gut in die Bremse, nimmt uns auch immer wieder ein paar Meter Schnur. Wir versuchen mal, den etwas resoluter ranzukurbeln jetzt hier. Schauen mal, ob das Sinn hat. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ja. Oh, nicht ganz die Schnurspannung weglassen. Das wäre auch nicht so gut. Ah, ich weiß es nicht. Da wird auf jeden Fall eng. Ja, doch, doch, doch. Der nimmt auf jeden Fall nochmal Schnur ab. Sehen wir, hat jetzt mal wieder eben ganz ohne Probleme 4 Meter Schnur genommen. Will jetzt hier in dieses Krautfeld. Das würde ich natürlich lieber nicht zulassen. Also, wenn du da wegkommen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass es sich hierbei um einen Kettenhecht in Trophäengröße handelt, außer es ist vielleicht ein normaler amerikanischer Hecht. Aber die sind eigentlich hier, also ich habe sie zumindest hier noch nicht gefangen. Deswegen bin ich mir dabei jetzt nicht so sicher. Aber na gut, schauen wir mal. 13 Meter fehlen uns von der Antwort. Jetzt wieder 15, ne, 14. Ich dachte eigentlich, der wird den 1 Meter auch noch nehmen. Ja, und dann warten wir mal ab, wir den jetzt hier rauskriegen. Aber ich bin doch ganz guter Dinge. Oh, hier ist auch noch ein Seerosenfeld. Da müssen wir auch noch aufpassen, dass der hier nicht reinschwimmt. Na, pumpen wir den davon nochmal weg, den guten. Und ah, der ist immer noch nicht zufrieden. Also das ist definitiv, also das ist ein Brocken, da bin ich mir sicher. Der macht jetzt tendenziell sogar noch mehr Palaver als der andere. Also hoffen wir mal, dass der noch ein bisschen größer ist. Und was haben wir da? Wir haben ja einen neuen Kettenhecht in Trophäengröße und auch einen neuen persönlichen Rekord mit 1,449 Kilogramm. Und der bringt tatsächlich direkt 95 Erfahrungspunkte, 60 Zentimeter hat er und bringt auch $200 ins Portemonnaie. Das ist schön, so stelle ich mir das vor. Hör mal zu, du Schweinehund, du wirst mir ja wohl jetzt nicht meinen Platz klauen. Und wir werden auf jeden Fall auch noch hier auf Zander gehen. Aber wie gesagt, momentan würde ich das hier ganz gerne mitnehmen. Denn das läuft ja nun wirklich gut gerade. Und ich glaube, dass es in Oregon bei den Forellen wieder etwas schwieriger werden könnte. Weswegen ich jetzt erstmal hier schön zufrieden bin mit dem, wie es läuft. So, da hat gerade einer auch einen Zander gefangen. Also die sind definitiv auch vorhanden. Das werden wir gleich dann als nächstes angehen, wenn es hier mal etwas schwächer wird. Aber wie gesagt, momentan läuft es halt noch gut. Und solange wie es halt gut läuft, würde ich die Zeit auch noch gerne hier mitnehmen. So, ein Rotflossenhecht wurde hier von unserem White Django gefangen, auch in Trophäengröße. Also da scheinen sich gerade wirklich ein paar kapitale Fische zu versammeln, da hinten in dieser Ecke. Und das finde ich doch schon mal sehr gut. Wir sehen auch verschiedene Methoden funktionieren. Das ist ganz schön, dass der White Django das hier vormacht. Der hat, glaube ich, einen. Ich kann jetzt gerade gar nicht so genau erkennen, was das ist. Ob es ein Spinner war, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das ist so ein spezieller, dieser. Ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Haben wir auf jeden Fall auch schon versucht, mit auf Hecht und Zander zu gehen. Hat auch kurz ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, dann im Video hat es wieder nicht so gut funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere. Also auch das ist drin, ja, auch da ist die Beißquote hoch. Wir sehen, auch der fängt regelmäßig seine Fische.
Allerdings würde ich sagen, dass momentan die Posenmontage dem noch ein bisschen besser gegenübersteht. Also die Pose ist, glaube ich, gerade noch ein bisschen effektiver sogar. Ja, und jetzt haben wir hier für die Stelle gerade eine ungewöhnlich lange Beißflaute. Das warten wir jetzt natürlich nochmal ab. Schauen mal. Warten noch ein Minütchen oder was. Und wenn dann nichts mehr kommt, dann lassen wir die Fischbestände hier in der Ecke mal erholen und probieren es dann auf die Zander. Gut, 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 gut. Ich fische übrigens auf 80 cm Tiefe. Das hat sich für mich zwischen 80 cm und 1 Meter, da habe ich die meisten Hechte mitgefangen. Sobald ich noch flacher gestellt habe, also 50, 60 cm, da habe ich extrem viele Barsche mitgefangen. Und Zander, da werden wir gleich sehen, da gehen wir bis runter auf 2 Meter. Da habe ich im sehr tiefen Wasser die besten Erfahrungen gemacht. Also ich habe echt hier eine ganze Menge ausprobiert in den Spiel-Sessions offline. Nur das sind natürlich Sachen, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und das ist ja dann vielleicht auch ein bisschen langweilig zuzugucken. Deswegen habe ich das offscreen gemacht und kann jetzt so hier ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das hier am besten funktioniert. So, so, so. Jetzt schauen wir mal, ob das hier jetzt funktioniert. Na. Na komm, ein bisschen geben wir der Sache noch ein paar Sekündchen. Aber vielleicht ist die Stelle hier jetzt ein bisschen geleert worden. Ich meine, wir haben auch 6,5 Kilo Fisch hier rausgeholt. Da kann man sich dann auch mal nicht beschweren, wenn jetzt mal irgendwann der Vorrat an Fischen hier zu Ende ist. Was haben wir eigentlich? 7:14 Uhr, sind also auch noch nicht so lange dran und dafür schon den halben Kescher voll. Das ist absolut okay. Wie gesagt, ich finde halt hier an der Stelle ist halt ein großer Vorteil, dass wir jetzt bei Regen nicht auf die Zeiten achten müssen, denn die sind halt konstant. So, jetzt probieren wir mal ein paar Zander an den Haken zu kriegen. Da gehen wir wie angekündigt runter auf 2 Meter. Das kann man sogar noch ein bisschen tiefer stellen, aber 2 Meter finde ich schon okay. Und dann gucken wir, ich habe jetzt hier mal so, ja, irgendwie hier das Ganze so als so einen guten Meter, würde ich mal schätzen. 2 Meter vielleicht von diesem Seerosenfeld weg, habe ich dann weitestmöglich ausgeworfen. Das sind in unserem Fall hier so 37 Meter circa. Und da habe ich halt ein paar Zander ans Band gekriegt. Allerdings, das betone ich nochmal, lag da die Quote so circa bei 50%. Da haben wir einen Zander gefangen, dann kam vielleicht ein Barsch, dann kam wieder ein Zander, dann kam vielleicht ein Rotflossenhecht oder so. Also da ist es jetzt nicht möglich, die so gezielt zu beangeln mit der hohen Quote, wie es eben bei den Kettenhechten möglich ist. Da wird es hier sicherlich eventuell auch einen Spot geben. Das weiß ich nicht, aber den habe ich halt nicht gefunden. Und ja, da schauen wir jetzt mal, ob die Zander auch in Beißlaune sind. Versuch ist es wert. Ansonsten können wir natürlich gleich auch mal unsere Spin-Route dran basteln. Mal gucken, ob wir damit vielleicht ein paar Zander überlisten können. Wenn das jetzt hier auf die Pose nicht funktionieren sollte. Zander gehen, glaube ich, sowieso eher besser auf Kunstköder. Hab ich so die Erfahrung gemacht. Ja, das muss man jetzt mal abwarten hier. Ob da jetzt was kommt oder eben nicht. Aber ich setze uns da jetzt nicht unter Druck. Wir haben genügend Köder, wir haben genügend Zeit. Also das wird schon alles irgendwie funktionieren. 37 Meter, da haben wir nämlich einen Biss und das könnte ein Zander sein. Also das ist auf jeden Fall ein großer Fisch, das ist kein Barsch, das können wir jetzt schon mal sagen. Ein Barsch verhält sich nicht so. Also die sind deutlich, aber da aus den Feldern will ich die wegpumpen, sonst haben wir ein Problem. So, jetzt da ist mir das egal, da können wir den Fisch ruhig ausdrillen. Das passt schon. Und das wird ein etwas besserer Fisch sein, aber ich glaube, der ist weg.
Jo, der ist tatsächlich, oder? Ne, der ist noch dran. Ich dachte gerade, weil die Pose so komisch nach oben gekommen ist, dachte ich, der wäre weg gewesen. Und tatsächlich, da haben wir einen Zander. Und zwar einen recht schönen Zander. 1 Kilo bringt uns 198 Dollar. Das ist natürlich auch sehr lohnend. Und ich bin ja wirklich zufrieden, dass jetzt mal alles, was ich mir so hier vorgenommen habe, dass das auch tatsächlich funktioniert. Also, das war bis dato ja immer so eine Sache. Aber jetzt scheint sich Fortuna ein bisschen auf unsere Seite geschlichen zu haben hier. Sollte man nicht zu laut schreien, das kann sich natürlich auch schnell wieder ändern, aber das war jetzt natürlich dann auch der gewünschte Zander, den wir eben haben wollten. Und damit haben wir jetzt eigentlich die beiden Hauptzielfische schon bekommen. Klar, am allerliebsten hätte ich natürlich einen Spot, wo ich die ganze Zeit amerikanische Hechte fangen kann. Die bringen im Endeffekt das meiste Geld, würde ich sagen. So 1000, ja, obwohl eigentlich, naja, die Zander, die kommen eigentlich schon ganz dicht dran. Nur mit den Hechten geht es halt noch ein bisschen schneller, weil die halt immer noch ein paar hundert Gramm mehr wiegen als die Zander. Zumindest als die normalen Zander jetzt. Ich glaube, hier gibt es ja auch Zander in Trophäengröße. Das war mir leider noch nicht vergönnt. Aber warten wir mal ab. Vielleicht kommt das ja auch noch. So, also bis jetzt hat die Quote gepasst. Jetzt können wir uns einen Fehltritt erlauben. Und wären nach wie vor trotzdem bei 50%. Aber ich hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn jetzt die Quote sogar mal besser wäre als angekündigt. Und wir jetzt hier einfach noch einen Zander rausziehen. Das wäre natürlich mir am allerliebsten. Da haben wir auf jeden Fall auch schon den nächsten Fisch. Aber das hier wird zum Beispiel jetzt meiner Ansicht nach wahrscheinlich ein Barsch sein. Denn der lässt sich einfach zu leicht rankurbeln. Wir sehen das. Hier haben wir kaum Widerstand. Das geht zu schnell. Und das wird da tatsächlich der Barsch sein, denke ich mal. Oder ja, das ist ein amerikanischer Flussbarsch, 330 Gramm, den lassen wir mal frei. Von den XP her passt das eigentlich soweit, aber Geld bringt der halt nicht so viel ein. So, wir versuchen es direkt nochmal. Vielleicht lauert da ja auch noch ein Zander. Jetzt ist die 50%-Quote erreicht. Jetzt müssten wir dann wieder einen Zander fangen, damit wir im Soll bleiben. Wir sehen, die Beißfrequenz ist bei den Zandern auch etwas geringer als bei den Kettenhechten. Das habe ich ja schon angekündigt. Also da bei den Kettenhechten, da geht es echt wirklich brutal gut, ne? Also diese Stelle, die ist echt sehr, sehr edel. Da kriegst du echt einen nach dem anderen. Zack, 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 zack. Die kannst du da rausziehen. Wie doof. Ah, die Zander, die sind ein bisschen wählerischer. Und eigentlich jetzt wirklich herrscht ideales Zanderwetter. Also noch besseres Wetter kriegt man da gar nicht. Von daher kann man es jetzt ja mal versuchen, da ein paar auf die Schuppen zu rücken. Naja, bis jetzt hat es ja mit einem Fisch funktioniert. Gucken wir mal, ob wir da noch mehr rausbekommen können. Das wäre doch schön. Würde mich auf jeden Fall freuen. So. Dann wäre es jetzt auch mal wieder Zeit. Ich hätte nichts gegen einen erneuten Biss. Aber welcher Angler hat da schon was gegen? Ich glaube, da wird es keinen Finn, es wird es keinen geben. Fische suchen sich im normalen Angeln ja meistens so den blödesten Zeitpunkt aus, um zu beißen. Man wartet manchmal eine Stunde, 2 Stunden, passiert nichts, da ist der nächste Fisch. Wir gucken mal. Und achten wir mal drauf. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das ist, aber ich tendiere auf Barsch. Denn das geht wieder recht einfach. Vielleicht auch ein Rotflossenhecht, denn für einen Barsch macht er fast ein bisschen viel Palaver. Und so ist es auch. Das ist ein. Ne, es ist ein junger amerikanischer Hecht. Oh, das habe ich an dieser Stelle noch nicht erlebt, dass sich auch die da rumtreiben. Naja, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Die sind von den XP natürlich etwas schwacher. Aber vom Geld her stimmt's. Und auf die XP sind wir weniger angewiesen als aufs Geld. Und deswegen ist das schon eine ganz schicke Sache soweit. So. Okay. Raus damit. Eine Chance geben wir ihm noch. Jetzt
muss der Zander kommen. Dann haben wir eine 50% Quote. Und danach würde ich mal gerne noch ein bisschen die Spin-Route hin und her schwingen. Erstmal hier noch ein bisschen versuchen, vielleicht einen Zander zu erwischen. Wenn das nichts werden sollte, dann gehen wir da hinten an die Stelle und versuchen da noch ein paar Hechte rauszukriegen. Vielleicht auch noch den ein oder anderen Kettenhecht hier an der Stelle. Da kann man durchaus seine Kunstköder auch mal durchziehen. Hat man zwar ein paar Hänger, aber ist nicht so schlimm, weil man bis dato habe ich da also noch keinen Köder verloren, weil man die ganz gut wiederbekommt. Also das ist jetzt nicht so ein dichtes Geäst, dass man da andauernd seine Köder verliert. Das war ja beispielsweise in North Carolina der Fall. Da haben wir ja wirklich ziemlich mit Hängern zu kämpfen gehabt und auch schlimmeren Hängern, die dann Schnurbruch ausgelöst haben. Das ist hier also nicht zu befürchten. Meiner Erfahrung nach. Wir fischen mit einem 1-0er Haken, also schon relativ schweres Gerät. Das heißt, die ganz kleinen Barsche bleiben uns meistens auch erspart. Also da habe ich bis jetzt auch wirklich eigentlich immer nur ganz ordentliche Flussbarsche gefangen und ziemlich häufig auch welche in Trophäengröße. Also kleiner als 1-0er Haken würde ich hier vielleicht nicht verwenden. Kann man normalerweise sogar noch etwas größer versuchen, aber ich will natürlich auch diese Rotflossenhechte und so, das sind halt keine großen Fische, die aber trotzdem ganz angenehmer Beifang sind. Und deswegen habe ich mich jetzt für den 1-0er Haken entschieden. Da kriegst du eigentlich jede Art von Fisch, der sich hier rumtreibt, ganz gut raus. Hier gibt es auch schwarze Crappies, da habe ich auch, glaube ich, ein oder zwei mal von erwischt, aber die sind halt hier wirklich relativ selten, was sehr angenehm ist, denn an anderen Flüssen und Seen mussten wir die Erfahrung stellen, die Erfahrung machen, dass die halt ja eine ziemlich nervliche Plage darstellen und uns die wertvollen Ritzen vom Köder, vom Haken fressen. Und die sind leider, leider, leider nicht so viel wert, dass sich das lohnen würde. Von daher wahrscheinlich auch der 1-0er Haken in der Hinsicht eine ganz gute Wahl, denn Crappies sind ja halt auch nicht besonders groß und deswegen wahrscheinlich ist das schon in Ordnung. So, wir holen mal den Posen, die Posenmontage ein bisschen weiter rein und gucken mal, ob wir vielleicht hier noch was kriegen. So, auf 31 Meter habe ich auch ein paar Zander gefangen. Abwarten. Tee trinken und wenn nicht, dann bauen wir uns die Spin-Route zusammen und versuchen mal damit noch ein bisschen Gas zu geben, ob wir da vielleicht auf bewegte Köder noch ein paar Fische fangen können. Ah, viel fehlt ja nicht mehr. 7 Kilo müssen wir noch in den Kescher reinbringen und das geht, wie wir jetzt gesehen haben, eigentlich recht schnell, wenn man denn an den richtigen Plätzen fischt. Ich weiß nicht, ich habe keinen Timer gestellt. Ich werde einfach jetzt die Folge wieder. Ich habe immer diese 1-Stunden-Begrenzung. Dann machen wir hier wieder eine lange Folge raus. Dann war es das hier aber auch mit dem See. Und da werden wir hier also nicht mehr hin zurückkehren. Und dann machen wir in der nächsten Folge, wie angekündigt, Oregon. So, jetzt dauert mir das hier ein bisschen zu lange. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Holen wir das ganze Gedöns mal ein und bauen uns die Spin-Route zusammen. Hier probieren wir es erstmal mit dem Narrow jetzt. Das ist übrigens der Name, der mir vorhin nicht eingefallen ist. Narrow, der ist nämlich immer ganz gut auch für verdrückt. So, jetzt hier die Route abmontieren. Sehr schön. So, wieder verdrückt. Jetzt bauen wir hier die Route wieder dran am besten. Na komm. So, Windcast und dann bauen wir hier, wir sehen 20er, die hat 78, aber die ist halt auch schon relativ geschädigt, weswegen ich sagen würde, dass wir die jetzt mal verkaufen hier. Da kriegen wir noch, ja, 7 Dollar für, aber dann ist sie wenigstens weg. Und dann nehmen wir hier unsere 67 cm Schnur, das müsste eigentlich reichen. Spule muss erst ausgerüstet werden. Ach so, die Krankheit haben wir wieder hier. Ja, das kennen wir ja schon. Den Trick haben wir relativ schnell rausgefunden. So, weg damit. Und jetzt wird es funktionieren.
So, woran das liegt, keine Ahnung. Das scheint irgendein Bug zu sein, aber ich bin froh, dass dieser Bug sich relativ einfach beheben lässt. So, wir können, na, obwohl, wisst ihr, was wir machen? Wir probieren es mit dem lilanen Wurm. Da habe ich auch ein paar Zander drauf gekriegt. Und deswegen probieren wir es jetzt erstmal hiermit. Gehen mal hier so weit raus wie irgend möglich. So, ziehen den Köder da an der Stelle ein. Lassen ihn relativ nah auf den Grundsacken arbeiten mit so einer leichten Einkurbelung. 40 Meter kommen wir da raus. Ja, so relativ locker versuchen wir jetzt, den halt immer mal wieder so ein bisschen vom Grund abzuheben. Und da ist uns auch schon ein Fisch an die Leine gegangen. Das scheint mir allerdings ein Barsch zu sein. Das ist kein Zander. Dafür lässt er sich zu einfach reinkurbeln. Wir hören kein bisschen Bremse, also das ist ein kleiner Barsch. Höchstwahrscheinlich, so sieht's aus, 400 Gramm, nicht mal ein besonders dicker und deswegen darf der weiter schwimmen. So. Okay, dann machen wir mal, ja, gehen wir mal ein kleines Stück nach rechts vielleicht sogar. Hier haben wir jetzt ein paar Barsche gefangen. Vielleicht stehen die Zander ja etwas weiter rechts diesmal. Kann natürlich möglich sein. So. Okay. Ah, lassen das ganze Ding erstmal absinken. Ich vergaß. So, und jetzt leicht immer mit diesen kurzen, knackigen Jigs heben wir den Köder kurz vom Grund ab. Und dann sinkt der schnell wieder zurück. Das ist, glaube ich, eine ganz leckere Technik. Hier haben wir jetzt einen kleinen Hänger gehabt. Kann auch schon mal passieren. Aber wie gesagt, ist in diesem Falle hier an diesem See nichts besonders Wildes. Das lässt sich schnell wieder einkurbeln und da haben wir den nächsten Fisch am Haken. Das scheint aber. Oh, ne, 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 oder? Ja, wenn es ein Flussbarsch ist, also das könnte. Ja, das könnte ein großer Flussbarsch sein oder ein kleiner Zander oder ein junger Hecht. So geht's natürlich auch. Die mögen den lilanen Wurm also auch ganz gerne. Den behalten wir. Ja, wundert mich, die haben wir hier, also die habe ich im Probelauf ehrlich gesagt nicht gefangen hier, die Hechte. Aber gut. Warum nicht? Wir ziehen noch eine Runde den Wurm hier durchs Wasser und wechseln dann mal auf den Narrow Spoon. Der ist nämlich der vom Spiel angegebene Lieblingsköder. Und ich muss hier mal wieder ein bisschen am Mikro rumfummeln. Ich hoffe, das macht keine nervigen Störgeräusche. Ja, wir können es auch mal mit dem Stop and Go probieren. Vielleicht stehen die Zander ja auch mehr auf diese Bewegung. Aber ja, dann müssten wir theoretisch ein bisschen schneller fischen. Und das hier hat sich eigentlich bewährt. Aber Rute etwas höher halten, damit der Köder sich eben auch schön vom Grund beim Jiggen abhebt. So, das können wir ja da an der Anzeige rechts ganz gut sehen, wo sich der Köder befindet. Das ist cool gemacht. Und so kann man dann hier eigentlich seine Fische fangen. Ja, gut, die Zander, die sind mal wieder ein bisschen mürrisch. Wir haben einen weiteren Biss, das ist aber definitiv ein Barsch. Da bin ich mir recht sicher, dass das ein Barsch ist. Na, und da habe ich vorhin gesagt, wir fangen keine Crappies. Eieieiei. Ja, jetzt ist er uns doch nicht erspart geblieben, der Gute hier. Na komm, weil du so selten bist, nehmen wir dich jetzt einfach mal mit. Und dann, wie gesagt, wechseln wir mal auf den Narrow Spoon. Gucken wir, ob wir damit vielleicht die Zander etwas besser bekommen. Das ist ja, wie gesagt, der eingetragene Lieblingsköder der Zander. Von daher, ja, vielleicht eine Option, das mal zu versuchen. Ah, der ist ein bisschen kurz jetzt, ja. Da habe ich mich verdrückt. Aber was soll's, was soll's, was soll's. So, probieren wir das Ganze noch einmal. Jetzt haut der Auswurf hin. Das bringen wir auch raus auf 40 Meter. Also das ist natürlich auch eine ganz ordentliche Weite. Da kann man schon mitarbeiten. So, lassen das Ding auch wieder absinken, ganz normal. Schön die Rute so weit hoch, dass er sich so gerade eben absenkt. Das tut er hier an dieser Stelle. Und dann ist das optimal. So.
So, 27 Meter. Eigentlich jetzt schon wieder ein bisschen nah dran für die Zander hier, aber wir warten mal ab. Vielleicht geht ja trotzdem noch was. Ich bin recht optimistisch. Na komm, also ein. Oh, da ist noch einer eingestiegen hier. Gucken wir mal, was wir hier jetzt dran haben. Das wird wahrscheinlich wieder ein Grashecht sein. Ja, ist in Ordnung. Also wir sehen auch, der Narrow Spoon garantiert uns trotz alledem Hechte. Macht's zu einem ganz guten Köder, weil es eben der favorisierte Zanderköder ist. Aber das schreckt die Hechte nicht ab, darauf anzuspringen. Und das ist natürlich geil, weil, wie gesagt, ich habe die Zander hier als sehr mürrischen Fisch kennengelernt, der ja eher wenig Interesse daran hat, sich sehr kooperativ zu zeigen. Und das macht es für uns natürlich interessant, wenn man dann Köder hat, wo Zander sehr gerne drauf gehen, aber wir trotzdem im Zweifel noch die Hechte fangen. Aber wenn wir jetzt in diesem Durchlauf hier wieder keinen Zander erwischen, dann würde ich sagen, wechseln wir mal auf den Casting Spoon und verlassen die Stelle hier und gehen da hinten in diese Schilfkanten, denn die Hechte, die sind wohl ziemlich in Bisslaune und ich mache mir eigentlich ganz gute Hoffnung, da vielleicht auch mal einen großen jetzt zu fangen. Denn, wie gesagt, die wollen scheinbar. Die Hechte, die haben Appetit. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich, dass man hier so weit von den Schilfkanten entfernt Hechte fängt. Das heißt, die sind auf jeden Fall hungrig, die guten. Und ja, den Zander, den ich euch zeigen wollte, den haben wir gefangen. Also, ihr habt gesehen, ich laber keinen Mist. Man kann da Zander fangen. Aber natürlich muss man da auch immer auf die Tagesform der Fische achten. Und bisher, ja, sind die Hechte hier eigentlich der deutlich stabilere Part. So, jetzt machen wir uns den Casting Spoon mal dran. Eine Runde möchte ich noch versuchen, den Kettenhecht da nochmal ans Band zu kriegen. Hier nehmen wir unseren 7 Gramm Casting Spoon. Gewicht ist optimal. Da werfen wir nochmal hier aus an die Stelle der Kettenhechte. Gucken wir mal, ob da vielleicht noch was zu machen ist. Wenn ja, ist gut. Dann nehmen wir davon noch ein, zwei Fische mit, gehen dann rüber und wenn nicht, dann gehen wir eben sofort rüber. So, den Köder, den kann man hier auch problemlos einfach mal im Mittelwasser ein bisschen laufen lassen. Denn ja, die stehen nicht unbedingt so tief, die Kettenhechte, aber damit kann man halt auch mit dieser Methode hier problemlos seine Fische fangen. Ja, will einer oder wollte er nicht? Also, momentan wollte er eher nicht. Ja, das ist jetzt das angesprochene Problem. Jetzt haben wir halt hier durch diese. Ja, und da ist uns einer draufgegangen, aber ich glaube fast nicht mehr, dass das ein Kettenhecht ist. Dafür waren wir schon ein bisschen arg weit vorne. Das wird wahrscheinlich ein Rotflossenhecht oder ein Grashecht sein. Und so sieht's aus. Ist ein Grashecht. Eine Chance geben wir dem Kettenhecht noch. Diesmal vielleicht ein bisschen weiter hier raus. Und dann warten wir mal ab, ob sich da noch einer gnädig erweist oder eben nicht. So. Ja, wir twitchen das Ganze auch mal einfach auf der Stelle. Auch das hat mir schon einen Biss gebracht. So, und ich führe den Köder halt immer ganz gerne grundnah mit diesen Twitch-Bewegungen. Da gibt's ja, da habe ich mich auch schon auf irgendwelchen Foren informiert, was denn da das Fängigste ist. Und ich glaube, da gibt es keine Regel. Also da hat jeder so seine eigene Lieblingstaktik. Und ich habe halt bis dato mit dieser Methode immer sehr gut gefangen. Da klatscht uns der nächste Fisch drauf. Und von daher werde ich das auch weiterhin so handhaben. Das ist wieder kein Riese. Ich denke wohl wieder ein Grashecht oder ein Rotflossenhecht. Ja, so sieht's aus. Ein weiterer Rotflossenhecht. Na gut, also hier funktioniert's auf jeden Fall. Ja, wir können auch mal hier eine Bahn hinwerfen. Auch hier erlebt man manchmal Wunder. Das kann man auch einmal probieren und dann gehen wir halt an unsere Haupthechtstelle da, weil ich halt auch ganz gerne nochmal einen erwachsenen amerikanischen Hecht mitnehmen würde.
Das wäre jetzt so noch der Fisch, der mir hier zu einer perfekten Angelsession irgendwie ein bisschen fehlt. Und da die Hechte gerade wirklich sehr, sehr gut beißen, spezienübergreifend, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Na, möchtest du? Möchte jemand? Nein, möchtet ihr nicht? Habe ich verstanden. Nehme ich so hin. So. Ja, dann gehen wir auf die Brücke. Obwohl ich glaube manchmal echt, dass das so schneller geht, ne? Als wenn ich da jetzt hinlaufe. Ja, das ist auch so. Gut. Hier kann man natürlich auch mal versuchen, einfach mal eine Bahn zu werfen. Da kann man ab und zu auch mal einen Zander erwischen. Jetzt haben wir mit